So, und hier habe ich jetzt auch Waldmeister etwas abseits des Weges gefunden. Den könnte man jetzt natürlich verzehren. Ich beschränke mich jetzt mal auf ein paar Blätter, weil ich mag keine Waldmeister. Ja, toller Survival-Trip ist das, wenn er das nicht isst, weil er das nicht mag. Ja, also nichtsdestotrotz, kleines Versucherle. Ja. 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 Also, wenn er frischer ist, schmeckt er besser. Bah. Nee. Also es gibt ja Wahnsinnige, die das Zeug gerne mögen. Ich gehöre nicht dazu. Prost. Ja. Ja, der ist jetzt halt schon alt, ne? Frisch ausgetrieben. Ist wirklich erheblich besser. Kommt so nicht wirklich als Nahrungsmittel in Frage. Tut er im Übrigen aber sowieso nicht, weil man ja auch immer dazu bedenken muss, dass das Zeug keine Nährstoffe enthält. Nicht nennenswert. Also bestenfalls, jetzt habe ich diesen blöden Waldmeistergeschmack im Maul. bestenfalls kriegt man da ein paar Vitamine durch. Und bei so einer kurzen Aktion, wie ich sie hier vorhabe, kann ich mal auf Vitamine völlig verzichten. Das hilft mir überhaupt nichts. Ja, die Ausrüstung klappert. Ich habe die Flasche nicht richtig verstaut. Aber ich glaube, ich nehme auch noch mal einen Schluck. Wann habe ich das letzte Mal Waldmeister gegessen? Ich glaube, Waldmeister nicht. Es war, glaube ich, Ahoi-Brause-Waldmeister. Mit alkoholischem Getränk. Immer diese Studenten. Damals, wohlgemerkt, damals. Übrigens, dass ich jetzt doch relativ viel auf Weg unterwegs bin, liegt daran, weil ich es kann. Es macht ja keinen Sinn, sich jetzt durchs Unterholz zu hauen. Okay, da hat man zwar höhere Chancen, dass man irgendwas Essbares findet, aber also hier nochmal in Richtung Sauerampfer. Diesmal ist es wirklich welcher. Kann man eben, wie gesagt, hier die Samen auch essen. Aber, also bei Sauerampfer, den ich jetzt auch korrekt als Sauerampfer identifizieren kann, würde ich das dann schon in größeren Mengen sein lassen, weil der enthält dann doch, der ist ja nicht umsonst Sauer, mal wieder so Dinge wie Oxalsäure und so ein Zeugs. Und in größeren Mengen ist das dann echt nicht so gesund. Und wenn die frisch ausgetrieben sind, kann man ja auch die Blätter vom Sauerampfer ganz gut essen. Wer es mag. Ich weiß, es ist ein bisschen erbärmlich, aber nur weil ich weiß, dass man das Zeug essen kann, muss es mir ja noch nicht unbedingt schmecken, oder? Wie gesagt, macht's nach, macht's besser, mampft riesige Mengen Waldmeister, Gallium odoratum übrigens. Und beeindruckt mich. Oh, eine Schnecke. Die könnte man auch essen. Nein. Ich mache mal einen kleinen Schnitt, damit ich Kamera-Akku mal ein bisschen schone hier. Yeah. Endlich mal was zu essen aus der Natur, das auch schmeckt. Walderdbeeren. Walderdbeeren haben nur einen Nachteil. Oh, muss auch draufhalten, wenn ich sie pflücken. Oh, na. Vorsichtig. Ja. Ja, sie haben nur einen Nachteil. Also erstens gibt es davon selten so richtig, richtig viele. Und zweitens, nam. Boah, die ist aber sauer. Aber nicht schlecht. Endlich mal was halbwegs schmeckt. Ha, herrlich. ja, großer Nachteil bei den Teilen. Die wachsen immer am Boden und du hast immer die Gefahr, dass da Fuchsbandwurm dran ist. Das Risiko ist halt natürlich schon gering, wenn man jetzt nicht riesige Mengen von futtert. Deshalb halte ich es mit Walderdbeeren so. Auch jetzt in einem immer noch nicht richtigen Survival-Fall, dass ich davon immer nur geringe Mengen esse. Hier und da mal eine da und so weiter und so fort. In der Hoffnung, dass ich dann halt einfach keinen Fuchsbandwurm erwische.
Man könnte sie natürlich auch vorher waschen, wenn man eine größere Menge sammelt. Da hinten gab es jetzt keine größere Menge im Übrigen. Aber das ist jetzt auf jeden Fall die zweite sinnvoll zu essende Pflanze, die ich jetzt hiermit gefunden habe. Schön. Noch eine Sache und dann wäre mein sinnvoll essbare Pflanzen finden Ziel erreicht. Wie gesagt, ihr müsstet, weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe eigentlich. Also mein Plan war ja für, scheiße, schon wieder. Ich erkläre es gleich. Jetzt machen wir erstmal, da gibt es noch was zu essen. Ja, also das Essbare, was wir hier gefunden haben, bin mir nicht sicher, ob das in Kategorie sinnvoll essbar oder nur in Kategorie essbar gehört, sind Holunderblüten. Ui. Ui. Also von denen kann man beliebig viel futtern, wenn man das dann mag. Tatsache ist, die schmecken mir jetzt bestenfalls okay. Dadurch, dass da eben Pollen dran sind und ein kleines bisschen Nektar drin ist, die man nicht rausschmeckt, haben die einen minimal vorhandenen Nährwert. Wenn man jetzt so krass ist, wenn man in der Gegend rumspringt und davon wirklich massenhaft futtert, sind auch schon eher etwas spät dran, glaube ich. Bisschen sehr bitter. Ich habe neulich mal welche gemampft, die waren nicht so schlimm. Naja. Generell gilt in solchen Fällen, wenn man merkt, oh, die waren jetzt arg bitter, wenn man sich irgendwo im Schatten welche sucht, die längere Zeit im Schatten gewesen sind, beziehungsweise irgendwo im dichteren Wald stehen, dann sind die Chancen, dass die etwas später dran sind mit Blühen, relativ gut. Heißt, da sind sie noch frischer, jünger, noch nicht so lange vorhanden und schmecken dann in der Regel auch besser. Gilt eigentlich bei fast allem. Je früher es ausgetrieben, je kürzer nach dem Austrieb man es isst, desto besser schmeckt's. Aber mir schmeckt das ganze Zeug aus der Natur ja in der Regel eh nicht. Oh Gott. Ja, nur weil ich gerne im Wald rumlaufe, muss mir das ja nicht schmecken, verflixt nochmal. Hier übrigens kurz was aus der Kategorie, was man auf keinen Fall essen sollte. Fingerhut. Sehr giftig. Jetzt habe ich schon wieder was Nützliches gefunden, aber zwischendurch wollte ich es noch schnell zu Ende erzählen, sonst vergesse ich das schon zum 17. Mal. Mit dem Zeug Essbares finden, da kriegt ihr die Hälfte der Punkte, wenn ihr dann, wie gesagt, Lust drauf habt, für Zeug, das man zwar essen kann, das aber nichts bringt, nährstoffmäßig, und die volle Punktzahl dann halt eben für Zeug, das man essen kann, das auch Sinn macht zu mampfen. Und ich bin mir noch nicht sicher, wo ich die Holunderblüten einordnen möchte. Ja, dann zählen die halt zu dem sinnvollen Zeug. Also für mich jetzt nicht. Wenn schon, dann für mich auch. Dann habe ich theoretisch jetzt drei sinnvoll zu essende Dinge zusammen. Brennnesselsamen, Walderdbeeren und Holunderblüten. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Besseres als Holunderblüten, dann kann ich das damit austauschen. Und was ich jetzt hier gefunden habe, ist eine Hasel. Und die ist jetzt deswegen praktisch, weil man sich daraus ja beliebigen Stock für unterwegs zurechtschnitzen kann. Und ich werde mir jetzt mal gucken, ob ich dann halbwegs vernünftigen Wanderstock mehr rausschneiden kann. Deshalb habe ich ja ein Bundeswehr-Taschenmesser mit Säge. Und dann schauen wir mal, was ich gefunden habe und zeige euch das dann. So, ja, der hätte jetzt von mir aus durchaus noch ein bisschen dicker sein können. Ich zeige euch mal schnell die andere Seite. Aber dicker gab es nicht. Und nach dem Motto, was man hat, hat man, habe ich jetzt einen, ja, Druiden-Wanderstab mit Laub. Nee, das Laub mache ich natürlich noch ab. Und das Schöne ist, den kann ich mir dann nachher eventuell noch zerlegen und habe dann gleich zwei Zeltgestänge für Rettungsdecke aufspannen. Weil es ist auch gar nicht so einfach, einen halbwegs stabilen, halbwegs geraden Stock an Totholz vom Waldboden zu finden. Da ist manchmal wirklich die beste Lösung, wenn man sich eine Haselstange
irgendwo absägt. Weshalb Sägen jetzt wichtig ist, liegt einfach daran, dass es für den Haselstrauch erheblich weniger schlimm ist von der Wunde her, wenn man das Ding schön sauber absägt, als wenn man es irgendwie abhackt, mit einem Messer irgendwie abschnitzt, halber abbricht und so weiter und so fort. So ein sauberer Schnitt mit einer Säge kann besser wieder austreiben. Und ich möchte immer so wenig Schaden wie möglich anrichten. Wenn ich mir schon irgendwelches lebendes Holz absäge, dann möglichst schonend. So, und mit so einem Stock lässt sich jetzt natürlich das Verletzungsrisiko beim Rumspazieren abseits der Wege, wo ich sehe gerade so niedergeschlagen aus, besser. Nochmal reduzieren, indem man halt ein drittes Bein dabei hat. Und wenn man mal einen Fehlschritt macht und umzufallen droht, kann es dann durchaus hilfreich sein, einen Stock zu haben, der einem dabei hilft, das Gleichgewicht zu behalten. Auch wenn ich jetzt gerade nicht abseits der Wege bin, aber angenommen ich wär's, dann könnte der durchaus praktisch werden. Also normalerweise ist das so eine der ersten Sachen, die ich mir besorge, wenn ich abseits der Wege schlimmere Dinge vorhabe, habe ich oft und gerne ein drittes Bein dabei. Ich finde, das wird in den meisten Survival-Videos, Büchern, Filmen und was auch immer viel zu sehr vernachlässigt. Der Aspekt ist, nicht unnötig Risiken eingehen beim Rumlaufen und der Aspekt der Gehhilfe. So eine verdammte Gehhilfe ist halt echt praktisch und wichtig. Aha, und hier wird der Wald jetzt wieder etwas aufgeräumter von der Bodenvegetation her. Da haben wir einen Ilex, der hilft mir überhaupt nichts. Also das Ding da hinter mir. Keinerlei nützliche Eigenschaften. Ist im Übrigen auch noch giftig. Oder zumindest sehr schlecht bekömmlich. Ja, sehen, wie man das dann auslegen möchte. Essen sollte man ihn auf keinen Fall. So, ich marschiere hier mal ein bisschen in den Walde und gucke mal, vielleicht finde ich hier irgendwas Interessantes. Mein Wasser ist jetzt übrigens demnächst mal leer. Da könnte ich dann auch mal Nachschub gebrauchen, damit ich den Punkt Wasser finden, auch wenn es wirklich nicht schwierig ist, mal abgehakt habe. Übrigens generell, wenn ihr irgendwas findet, was ihr gerade nicht gebrauchen könnt, so wie diesen Haselstrauch da eben, ich brauche jetzt nur einen Stock, weil ich ja eigentlich keinen Rucksack habe und damit eigentlich auch keine Transportmöglichkeit für mehr als einen Haselstock. Ich hätte mir sonst noch ein paar Zeltstangen da rausschneiden können und den Rucksack packen. Aber sowas sollte man sich zumindest mal merken, wo das gewesen ist, dass man das eventuell für später aufkommenden Bedarf sich dann holen kann. Weshalb ich hier mehr oder weniger auch in einem großen Kreis rumlaufe. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht mitkriegen mit der Kamera. Aber es ist wirklich mehr oder weniger ein großer Kreis, was ich hier abmarschiere. Ich orientiere mich natürlich auch ein bisschen an den Wegen als Orientierungshilfe, dass ich jetzt nicht völlig die Richtung verliere. Und ich sondiere das Gelände und gucke eben, was ich so finde. Es ist echt praktischer, wenn man sich in einem Gebiet dann mit der Zeit auskennt und weiß, was ist da an natürlichen Ressourcen, als wenn man jetzt 30 Kilometer schnurgerade durch die Gegend läuft. Es sei denn, man will irgendwo hin und es gibt irgendwas, was einem da weiterhelfen würde, wenn man da hinkommt. Also zurück in die Zivilisation zum Beispiel, wenn man mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Was man in 99,99% der Fälle nicht überlebt, aber egal. Ja, hier gibt es erfolgreich nichts. Was wir hier haben, ist übrigens ein sehr naturnaher Buchenwald. Also in einem naturnahen deutschen Wald gibt es für Survival-Zwecke nichts. Außer Bucheckern. Und das auch nur im Herbst. Und sonst könnt ihr das vergessen. Das Einzige, was jetzt hier vielleicht zu irgendwas zu gebrauchen sein könnte, ist natürlich Holz, selbstverständlich. Wenn man jetzt Feuer machen will. Und ganz beschränkt haben wir hier noch gelegentlich ein bisschen Farn. Aber das auch so in der Rückegasse. Ich stehe gerade in der Rückegasse. Das ist übrigens eine vorbildliche Rückegasse. Man sieht nicht, dass es eine Rückegasse ist, wenn man es nicht weiß. Ja. Aber so ein Farn könnte man jetzt theoretisch als Polstermaterial zum Draufpennen brauchen, wenn man davon viel sammelt. Überhaupt jetzt hier so da in dem Bereich, da hinten wird es ziemlich grün. Würde ich jetzt hier mein Lager ausschlagen wollen, was gar keine blöde Idee ist, dann würde ich jetzt jedenfalls da in dem grünen Bereich Grünzeug
zwecks Matratze sammeln. Man könnte von der einen oder anderen Buche auch noch ein bisschen was runterschneiden, sofern man keinen Schaden anrichtet. Ein Beispiel für, wo könnte man was runterschneiden, ohne Schaden anzurichten, wäre zum Beispiel dieses Exemplar, weil ich hoffe, ihr könnt erkennen, wo da der Stamm aufhört, nämlich da. Die ist also tot. Da kann man sich ruhig was runterschneiden, das ist egal. Dann stirbt sie halt noch ein kleines bisschen früher wirklich ab. Aber eigentlich ist sie jetzt schon tot. Ja, okay, sowas wäre jetzt natürlich auch noch super. Wenn ich mich dann entscheiden würde, hier zu bleiben, tue ich noch nicht. Ich muss noch ein bisschen weiter, will noch ein bisschen erkunden, habe auch noch ein bisschen Zeit. Aber prinzipiell wäre die etwas weniger gammlige Seite von diesem Lärche, durchaus sehr gut als Bett zu verwenden. Das wäre richtig, richtig praktisch. Aber mitnehmen kann ich das jetzt nicht. Also merken, für einen längerfristigen Aufenthalt liegt hier eine prima Bettbaugelegenheit rum und natürlich auch für ein Dach, wenn man sich dann eine größere Hütte bauen wollte oder ja, überhaupt eine Hütte bauen wollte und nicht einfach nur ein Rettungsfoliendach vorgesehen hat, wäre das natürlich auch enorm praktisch, das dann zu verbauen. Und sowas findet man echt nicht so häufig. Das wäre mir dann echt den Aufwand wert, das vielleicht so 2 Kilometer durch die Gegend zu schleppen. Zu meinem Lager, wo es dann auch immer sein wird. Bezüglich wo es auch immer sein wird, ist selbstverständlich einigermaßen nah am Wasser, damit man auch in irgendeinem Fall, wo man vielleicht mal krank ist, für den Fall, dass man länger draußen bleiben müsste, das habe ich zumindest im Hinterkopf mal eingeplant, wäre das dann auf jeden Fall gut, wenn man nah am Wasser ist, dass man sich nicht allzu weit schleppen muss bis zum Wasser holen. Weil man ist ja alleine und hat keinen niemanden, der einem das Wasser dann ans Krankenbett bringt. Das ist also auf jeden Fall wichtig. Und außerdem, dadurch, dass ich ja gerne Feuer auf legalem Wege machen möchte, auf einer legalen Feuerstelle, die es hier gibt, habe ich ganz am Eingang mal erwähnt, dass ich weiß, wo die ist. Und ich hoffe, ich bewege mich da irgendwie so halbwegs darauf zu, werde ich natürlich mein Lager auch in der Nähe von dieser errichten. In einem Ernstfall könnte man natürlich überall Feuer machen, dann wäre das egal. Aber wir haben ja keinen Ernstfall und ich möchte so, dass es nachmachbar ist. Und da ihr in der Regel ja nicht Feuer machen dürft, einfach so irgendwo, mache ich das heute auch nicht. Jo. Und dann muss ich halt eben mein Feuer da dann halt machen, da dann halt das bisschen Koch, was ich vorhabe, auch dort machen. Und danach dann halt im Dunkeln mit Stirnlampe im Blair Witch Project Kamera Style versuchen, mein Lager wieder zu finden. Und da sollte man sich wirklich, dazu kommen wir aber auch noch, irgendwelche Wegweiser da lassen, weil im Dunkeln Lager wiederfinden nicht einfach. Selbst dann nicht einfach, wenn man Stirnlampe dabei hat. Okay, das nächste, was ich jetzt wirklich noch brauche, wie gesagt, wenn ich noch was Besseres zu essen finde, wäre es cool, könnte ich noch angeben, aber das ist jetzt nicht Priorität 1. Priorität 1 ist jetzt im Moment erstmal nicht die Orientierung verlieren, ein bisschen Strecke machen in Richtung besagter Feuerstelle, wobei das sind jetzt alles keine riesen Entfernungen. Ihr findet auch wieder Gebrauchsanweisung, dass ich vorgesehen hatte, so irgendwas 5 Kilometer rumzudackeln, würde schon reichen. Das müssen wir jetzt nicht übertreiben. Weil mehr als 5 Kilometer muss man am Tag auch nicht rumlaufen, wenn man alle Zeit der Welt hat und keinerlei Termine. Und das ist ja auch wieder der Fall in so einem Survival-Gedönse. Es sei denn, es ist kurz vorm Dunkelwerden und man muss noch irgendwo hin. Aber das, ne? Denkt euch ein Szenario aus, wo das notwendig ist. Solange es das nicht ist, ist es das nicht. Das ist meine, noch ein bisschen Strecke. Ach so, halt. Und was ich ja gerade noch sagen wollte, was auch noch wichtig ist, ich brauche echt noch Zunder. Also ich muss wirklich noch eine Ladung Zunder finden. Mit dem bisschen Birkenrinde, was ich da habe, kriege ich wahrscheinlich kein Feuer zum Gange. Es sei denn, ich finde einen Nadelwald, wo ich dann so richtig trockenes Holz von den Bäumen abbrechen kann. Aber habe ich auch noch keinen gefunden. Und im Laubwald, ja, ist das dann schon wieder schwierig. Schwierig. Sowas hier kommt natürlich nicht in Frage. Da halte ich, lasse ich die Finger weg.
Klar, in einem entsprechenden Echtfall könnte man das dann machen und dann könnte auch die blöde Batoning-Technik zu irgendwas gut sein. Aber jetzt nicht.